in den Tagen ein bisschen nachpräpariert worden sind, aber das ist fast eine Streif, die erinnert, Benjamin Reich hat es auch gesagt, an die 80er Jahre hier. Mario Scheiber, der erste der Mitfavoriten. Jetzt ist er auf der Strecke. Gestern der Jüngste auf dem ältesten Podest, was es jemals in einem Weltcuprennen gegeben hat. Die ersten drei, Scheiber mal ausgenommen, der hier weit ausholen muss im Steilhang. Zusammen 104 Jahre alt gewesen. Gut gefahren, ist ein starker Gleiter, hat super Material. Mit dem verkehrten Meierhelm. Von der Farbwahl her, Sie werden nachher sehen, wenn Hermann Meier unterwegs ist, was ich meine. Sehr tiefe Position, versucht auch ein bisschen hinten abzusitzen. Schnellste Geschwindigkeit von allen, um noch einmal mehr Tempo zu machen, um auch aus den Skienden noch das Letzte herauszukitzeln. Da hat alles gepasst bei Scheiber. Optischen Eindruck haben nicht getäuscht. Knappe Sekunde Vorsprung bei der Einfahrt in die Traverse. Sehr schön gelöst, ist ganz weit oben geblieben. Mario Scheiber am höchsten von allen. Kommt jetzt mit einem unglaublichen Speed da unten herein. Sprung muss klappen. Oh, auch ein bisschen aufgemacht. Aber Scheiber hat den Oberkörper vorn gehalten und geht mit einer super Zeit hier in Führung. Mario Scheiber. Es ist ein alter Spruch, meine Damen und Herren, aber selten war er so wahr wie heute. The show must go on.